Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzliches Grüß Gott. Bevor ich zu den Inhalten Stellung nehme, gestatten Sie mir auch ein paar Worte zur Regierungsfindung, zu den letzten Wochen. Am 23. April haben ein Viertel, jeder vierte Salzburger freiheitlich gewählt. Und am 24. April ist uns bewusst geworden, dass mit dieser Verantwortung, die wir auch im Wahlkampf immer in den Vordergrund gestellt haben, mit der klaren Prämisse, wir wollen Verantwortung übernehmen, dass diese Verantwortung jetzt auch auf uns zukommt und dass das erwartet wird von uns. Und wir haben uns in diesem Bundesland nicht um die täglich zu lesende Macht bemüht, wir haben uns um das Vertrauen der Bevölkerung bemüht. Und uns ist klar, dass es jetzt darum geht, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen, persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen. Der Herr Landeshauptmann hat es auch erwähnt, der Wahlkampf war fordernd in einer harten Auseinandersetzung, in einem inhaltlichen Schlagabtausch auch. Aber am 24. April und nach diesem Auftrag war auch uns als Freiheitliche Partei nach 5 Jahren oppositioneller Arbeit klar, dass sich jetzt auch bei uns etwas ändern wird und dass wir diesen Auftrag, diese Verantwortung ernst nehmen müssen. Und das passiert nicht einfach so, das ist eine bewusste Entscheidung, die eine Partei treffen muss. Und manche haben es getroffen, manche nicht. Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir das, was wir vorgelebt haben, womit wir in diese Wahl gegangen sind, was wir auch den Menschen als Wahlmotiv mitgegeben haben, jetzt auch in die Tat umsetzen wollen. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, Verantwortung zu übernehmen. Und diese Verantwortung, diese Entscheidung, die nehmen nicht nur wir drei als künftige Regierungsmitglieder wahr, sondern die Gesamtpartei bis hinunter in unsere Ortsgruppen und zu den Funktionären. Und wir haben diese Entscheidung natürlich auch mit sehr großer Demut getroffen, weil wir wissen, der Grat zwischen Hoffnung und Enttäuschung, der ist natürlich ein sehr, sehr schmaler. Aber wir wissen auch, wir haben uns verpflichtet, diesem Bundesland, wir haben uns den Menschen verpflichtet und das soll auch die Prämisse der nächsten 5 Jahre sein. Und ich darf auch berichten, wir hatten gestern Abend unsere Gremien, zunächst den Landesparteivorstand und auch, dann auch die Landesparteileitung. Der Landesparteileitung gehören insgesamt knapp 50 Funktionäre der Freiheitlichen Partei an, also ein sehr breites, sehr großes Gremium. Und weil wir diese Entscheidung nicht alleine getroffen haben, war es uns auch sehr wichtig, das breit zu entscheiden und abzustimmen. Und die Landesparteileitung hat einstimmig das Regierungsübereinkommen beschlossen und hat es auch sehr positiv aufgenommen und wird mitziehen in die nächsten 5 Jahre. Und in dieser Gemengenlage auch der letzten Wochen des Wahlkampfes ist es jetzt in den letzten 3,5 Wochen darum gegangen, dass man einen guten und einen breiten Konsens findet, gemeinsam mit dem Herrn Landeshauptmann, gemeinsam mit der Salzburger Volkspartei, und dass wir das in den Vordergrund stellen. Nicht um unser Willen, sondern aufgrund der Herausforderungen der Zukunft, der Herausforderungen in diesem Bundesland. Und wenn ich da heute lese, dass es jetzt nicht mehr um FPÖ oder ÖVP geht, sondern dass es jetzt ums Bundesland geht, dann ist das eine Erkenntnis der Medien, die reichlich spät kommt, weil in den letzten 3,5 intensiven Wochen ist immer genau das im Vordergrund gestanden und da ging es ausschließlich darum, die besten Entscheidungen auch für dieses Bundesland zu treffen. Und wir haben es uns weder bequem gemacht, der Landeshauptmann hat es gesagt, 14 Untergruppen, in denen sehr intensiv verhandelt wurde, teilweise parallel, stundenlang. Wir haben aber auch, es sind aber auch nicht die Fetzen geflogen. Also die eine Seite der Bequemlichkeit und auch die andere Seite des Fetzenfliegens, beides war nicht der Fall. Wir haben uns sozusagen in der Mitte dieser beiden Extreme gefunden und da einen konstruktiven Austausch auch in den letzten Wochen zustande gebracht. Und wir wissen auch, was auf uns zukommt. Völlig unabhängig davon, wer welches Ressort übernimmt, welche Person welche Verantwortung übernimmt, war es uns einfach wichtig, an einem lebenswerten, sicheren und zukunftsfähigen Salzburg zu arbeiten. Und es ging auch nicht darum, wer sich wo durchsetzt. Es ging um einen argumentativen Austausch. Wir haben uns wechselseitig überzeugt oder auch nicht überzeugt. Und in dieser Gesamtgemengenlage ist auch dieses Regierungsübereinkommen entstanden. Und es war unsere Prämisse, etwas Gutes zustande zu bringen, das nicht uns dient, nicht um unser beider Parteien willen, sondern das diesem Bundesland dient. Und für diese Zeit hat es natürlich auch einen geschützten Raum gebraucht, in dem die Dinge ausdiskutiert werden, in dem auch gerungen wird um die ein oder andere Positionierung, in dem man argumentativ im positivsten aller Sinne sich austauscht. Und wir haben uns fokussiert und ungestört in der Sache da auch ausgetauscht. Und so machen das zwei professionelle Parteien. Das auch zu den letzten 3,5 Wochen und zur Kommunikation nach außen. Es braucht diesen ungestörten Raum und ich würde mir auch wünschen, dass der ein oder andere die Lust an der Diskrepanz,
die Lust an der Störung und auch die persönliche Betroffenheit etwas hintanstellt, weil wir haben das auch geschafft, also glaube ich, dass das die Medien auch schaffen werden. Und ja, ÖVP und FPÖ unterscheidet vieles, natürlich, wir sind zwei unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Standpunkten und Perspektiven, aber unser gemeinsames Ziel war es von Anfang an, ein gemeinsames, erfolgreiches Projekt auf die Reise zu schicken im Sinne des Bundeslands, im Sinne der Weiterentwicklung auch von Salzburg. Und uns haben die Salzburgerinnen und Salzburger, sowohl der ÖVP als auch uns, den Auftrag gegeben, die nächsten 5 Jahre zu gestalten. Und in unserem Handeln wollen wir nicht die nächste Wahl in den Vordergrund stellen und nicht denken auf die nächsten 5 Jahre, sondern nachhaltig wirken, an die nächste Generation denken und nicht die schnelle Schlagzeile ist das, was wir anstreben, sondern das, was irgendwann einmal von unserem politischen Wirken übrig bleibt, ganz unabhängig davon, wie lange es dauern wird, wie lange es anhält. Und natürlich auch die Tatsache, dass es Probleme gibt, die zu lösen sind, die nicht länger aufgeschoben werden können und dürfen, die wir zu bewältigen haben und dass wir das Gemeinsame vor das Trennende stellen in unserer tagtäglichen Arbeit. So legen wir es an, so wollen wir in die nächsten 5 Jahre gehen, gemeinsam mit der ÖVP und so glaube ich auch, dass man uns dann wirklich an unseren Taten messen kann und nicht an den Worten, die oftmals von anderen kommen und weniger von uns. Bei uns werden diese Aufgabe der Ingenieur noch Bürgermeister Christian Befni übernehmen und der Magister Martin Zauner und meine Person. Die Aufteilung der Ressorts, die wurde schon benannt. Man sieht in dieser Aufteilung, wir drücken uns nicht vor, ich sage mal, Baustellen, wir drücken uns nicht vor den Herausforderungen und wir übernehmen auch Verantwortung in schwierigen Bereichen. Gerade die Bereiche Soziales und Wohnen sind Dinge, die aktuell im Fokus stehen, im Mittelpunkt stehen, wo es um die Menschen geht. Das Thema Wohnen ist etwas, was sehr rasch und sehr schnell angegangen werden muss. Es sind ein paar Dinge skizziert worden, was wir vorhaben. Es wird sich dann noch vieles finden, auch im Regierungsübereinkommen. Und die Arbeit beginnt mit Angelobung am 14. Juni. Und es ist nicht die Zeit, da irgendwie zu warten, sondern es ist die Zeit anzupacken. Und auch wenn wir neu sind, alle drei, und uns natürlich auch erst einmal einfinden müssen in das Ganze, erlegen wir uns selbst auch keine Schonfrist auf, weil, wie erwähnt, es geht nicht um uns, es geht darum, was weiterzubringen und es geht auch um dieses Bundesland. Und auch in meinem Bereich, im Bereich der Familie, im Bereich der Kinderbetreuung, im Bereich Natur- und Umweltschutz haben wir einfach sehr große Herausforderungen, die bewältigt werden müssen und das wollen wir zukunftsweisend, pragmatisch und gemeinsam auch angehen. Kurz vielleicht zu meinen Schwerpunkten, auch zu meinen Ressorts, Natur- und Umweltschutz. Die Prämisse ist, dass unsere Natur die Lebensgrundlage bildet und ich kann jetzt schon jegliche Angst vorwegnehmen. Also die Natur wird jetzt keinen Rückfall erleiden oder sonstiges mit einer freiheitlichen Landesrätin, ganz im Gegenteil. Es wird aber vor allem eines wichtig sein, nämlich das Maß halten. Das Maß halten in beide Richtungen, in alle Bereiche und auch den Naturschutz weiterhin lebensnah, praxisnah zu gestalten, zu bewahren für die kommenden Generationen. Aber auf der anderen Seite braucht es im Naturschutz keine Fundamentalpositionen, es braucht Pragmatismus, es braucht ein Miteinander, es braucht auch ein Miteinander mit den Grundeigentümern, es braucht Wertschätzung und es braucht vor allem die Verständnis für die Entstehung unserer Kulturlandschaft in enger Abstimmung, natürlich auch mit der Land- und Forstwirtschaft. Da wird es ja auch die ein oder andere Querschnittsmaterie zwischen mir und dem Sepp Schweiger geben. Und das ist die Grundlage für politische Entscheidungen auch in diesem Bereich. Ein Wort noch zur Elementarbildung und zur Kinderbetreuung. Wir sind uns einig, dass unsere Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist, dass das das Wichtigste überhaupt ist. Und wir wollen in all unseren Entscheidungen die Kinder in den Mittelpunkt stellen, den Schutz und die Förderung der Familie. Und insbesondere für junge Familien wissen wir, dass es die Rahmenbedingungen braucht, um auch Familie und Beruf vereinbaren zu können. Gleichzeitig ist unsere Haltung auch jene, dass wir sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Die familieninterne Kinderbetreuung ist uns genauso ein Anliegen, muss genauso Wertschätzung auch erfahren. Und auf der einen Seite ist es die Qualität der Betreuung in den Einrichtungen, die für unsere Kinder wichtig ist, aber natürlich auch die Rahmenbedingungen für die Pädagoginnen. Und als jemand, der auch in der Gemeindevertretung vor Ort immer wieder mitbekommt, was die Herausforderungen in diesen Einrichtungen sind, ist mir klar, dass das nur gemeinsam mit den Kommunen gehen kann, gemeinsam mit der Berufsgruppe und auch in der Haltung, dass wir das Beste für die Kinder wollen, dass aber alles drumherum auch stimmig sein muss und für unsere Zukunft uns ja nichts zu schade sein darf.
Und es ist auch nett, wenn man am Papier vielleicht etwas niederschreibt an Betreuungsqualität oder Rahmenbedingungen, wenn die Wahrheit in den Einrichtungen dann eine andere ist. Und das wird nicht funktionieren, diese Herausforderungen zu lösen aus dem Büro heraus. Das wird nur funktionieren vor Ort mit den Bürgermeistern, mit den Kommunen, gemeinsam mit der Berufsgruppe, mit den Kindergartenpädagoginnen, mit den Leiterinnen auch und in einem gemeinsamen Verständnis für die Problematik und für die Herausforderungen, die wir zu lösen haben. So viel einmal von meiner Seite. Und ich übergebe das Wort wieder.